Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem vierten Teil des Riesenhauls. Und zwar hatte ich bei Table Turns bestellt. So, und die Bestellung kam gestern an. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut, denn als ich das Paket aufgemacht habe, waren die Artikel noch in Seidenpapier eingepackt. Das fand ich total hübsch. Und ich habe auch noch etwas umsonst gekriegt, das zeige ich euch gerade mal. Das hat mich riesig gefreut. Und zwar waren das diese Sticky Notes. Ich habe mich gefreut. Ich finde, die werden so knuffig. Und vielen Dank nochmal. Dann zeige ich euch gerade mal, was ich bestellt habe. Ich habe, wie ich euch schon gesagt habe, Washi-Tapes bestellt. So. Diese beiden kamen in dieser hübschen Verpackung an. Das war das erste Mal, dass ich Washi-Tapes in solchen Verpackungen gekriegt habe und es hat mich wahnsinnig gefreut. Ich finde die auch viel zu hübsch, um die wegzuschmeißen. So, die Washi-Tapes habe ich jetzt mal rausgetan. Die zeige ich euch gerade. So. Das ist einmal dieses Kranich-Tape. Super, super schön und ich mag diese Farben. Ist vielleicht nicht für jedermann, da ich ein Asia-Fan bin, war das genau meins und ich habe mich richtig gefreut, als ich das gesehen habe. Und dieses hier finde ich auch super, super schön. Das ist so in so einem Aquarell-Style. Und es wechselt sogar die Farben. Finde ich total hübsch. Ich liebe ja sowas. Und ja. So, das waren die, die eingepackt wurden. Eingepackt waren. So, dann habe ich dieses Tape bestellt. Ich muss sagen, ich habe nicht sehr viele Foil-Tapes. Dieses hier ist echt schön, auch mit diesen Punkten. Und dann habe ich noch dieses Foil-Tape. Also es glänzt auch richtig schön, also ist genau meins. Benutze ich zwar jetzt nicht so oft, aber ich finde es hübsch. So. Dieses Tape gibt es auch noch in anderen Farben oder einer anderen Farbe, so rum. Aber ich mag es in diesen Farben, also in dieser Farbkombination finde ich das viel schöner als das andere. Das war, glaube ich, braun. Dieses hier finde ich echt schön. Passt auch ein bisschen zum Herbst jetzt. So, weiter geht's, da kommen nämlich noch mehr. Einmal ist das dieses Tape mit den Pfeilen. Bunte Pfeile, da habe ich mir jetzt auch Papier gekauft mit bunten Pfeilen, das habt ihr ja gesehen. Sehr, sehr hübsch. Dieses hier fand ich echt interessant. Das ist so ein bisschen Vintage-mäßig, aber auf eine coole Art. Fand ich echt sehr, sehr hübsch. Ich habe zwar welche in der Art, aber nicht so hübsche wie diese. So, kommen wir zu diesem Me-Tape. Es sieht super aus. Was mich allerdings so ein bisschen stört. Echt klasse. Super. Was mich, wie gesagt, stört, ist, dass es nicht auf der Rolle kleben bleibt. Also, es sieht immer so aus. Das stört mich an dem so ein bisschen. Aber Hauptsache, es klebt auf dem Papier. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
So, ich mag ja Vögel. Das habe ich ja euch schon gesagt. Und diese Kakadus fand ich ja sowas von süß. Die mussten unbedingt mit. Da konnte ich nicht dran vorbei. Und seht ihr noch, wie süß die sind? Oh, meine Güte, warum gibt es denn sowas? Fand ich richtig, richtig süß. Das musste mit. Daran konnte ich nicht vorbei. Dann gibt es noch ein weiteres Tape, was ich mega schön fand. Na. Und zwar ist das dieses hier. Seht euch mal die Farben an. Ich als Blau-Fan. Oh. Da war ich hin und weg. Ich liebe diese Kombination mit Blau und Gelb. Ja, kommen wir zum letzten Tape. Das gibt es auch in Braun. Aber in dieser Art fand ich es noch mal einen Tick schöner. Und zwar ist das dieses hier. Super, super schön. So, das war's zu den Tapes. Und zwar, ich habe noch was anderes bestellt. In dem Shop gibt es ja so schöne Sachen. Und zwar sind das Sticky Notes oder Page Flex oder was auch immer. Und zwar sind das diese hier. Man sieht sie sehr oft und ich fand es immer so süß, wenn die dann in der linken Seite gesteckt haben und rausgeguckt haben. Das fand ich so süß, da musste ich die einfach haben. Das möchte ich nämlich auch gern ausprobieren, dass die Hasen dann hier so rausgucken. Fand ich so süß und ja, da gibt es noch andere, da könnt ihr mal schauen. Ich fand jetzt die Hasen am besten. So, kommen wir zum letzten Artikel. Und zwar ist das hier. Mega, mega schön. Das ist ein Kugelschreiber. Es gibt die in dem Shop auch als Gelschreiber. Das war der einzige, der momentan vorrätig war. Deswegen war ich froh, dass es ausgerichtet in Blau war. Deswegen habe ich es gleich mitgenommen. Ich hätte auch noch andere bestellt, aber wie gesagt, das war der einzige, der verfügbar war. Sonst hätte ich wahrscheinlich mehrere gekauft. Aber er ist total schön. Er kommt auch gleich in meinen New Webster's Pages in Blau. Da passt er nämlich richtig gut rein. Die Mine ist sehr fein, die kann man auch austauschen. Und das ist, wie gesagt, nicht der letzte Stift, den ich in dem Shop gekauft habe. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber da sind noch solche, sieht man das? Ja, das sieht man, glaube ich. Ja, jetzt. Finde ich total schön. Ich habe noch keinen Stift gehabt mit einer Krone. Die sind ja immer beliebt und den musste ich unbedingt mitnehmen. Da war ich echt überrascht, dass es die dort gab und die Qualität ist auch gut. Das ist jetzt nicht so ein Stift, bei dem man gleich merkt, ah ja, der ist Billigware. Also, schaut euch um. Da gibt es tolle Sachen. Besonders die Tapes haben es mir angetan. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und es war euch nicht zu lang. Das ist sicherlich nicht das letzte Mal gewesen, dass ich in diesen Shops eingekauft habe. Da werden noch weitere Sachen folgen. Ja. Ja. Auf jeden Fall freut es mich, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Ich möchte euch nämlich gerne noch weitere Videos zeigen von meinen Setups, meinen Planer-Setups. Vielleicht noch ein paar Wochendekorationen, das überlege ich mir noch. Aber ich hoffe, ihr bleibt da dran und habt Spaß.
Wenn ihr irgendwelche Tipps für mich habt, was ich vielleicht verbessern könnte, dann schreibt mir einen Kommentar. Und dann sehen wir uns wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.